Ja, ich weiß das immer noch nicht so genau, wo. Gut, ich muss jetzt da. Gut, dann gehen wir mal hier entlang. Ah ne, da ins Wasser rein, das haut er nicht hin, ne? Aber wie? Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Sie haben ihn erwischt. Nein, nein, oh! Ach, Kacke, was mache ich denn jetzt? Scheiße! Ach, Kacke, was habe ich denn jetzt hier getan? Ach so, ja, oh Gott, ich dachte eben gerade schon. Ach, da drüben ist auch noch einer. Die Schweine haben ihn erwischt! Sie haben ihn erwischt! Ach, das Mist! Wie sie! Leute, wir kriegen mächtig auf den Arsch! Oh, das ist eben so, ne? Und, Bibel weg. Kann ich eigentlich den Scheinwerfer ausmachen? Ja, das geht auch. Gut. So, da war doch eben gerade noch einer. Mach ihn! Erschießt dieses Schwein! Ja, die geben sich ja auch echt Mühe. Verdammte Robbe, du Miststück! Und tschüss. Was zum Teufel ist los mit euch? Da ist er doch! Erschießt ihn! Schnappt den Scheißer! Dummy nochmal. Wer ihn erledigt, wird meine neue rechte Hand. Da ist der Schweinhund. Ja, ich muss mal zusehen, wie ich jetzt... Wow. Hab den Scheißer im Visier! Gut, hier komme ich nicht durch. Echt, das muss er sich über sämtliche Schiffe kämpfen. Hey, Jungs, stellt dir alles auf den Kopf! Der Schweinehund versteckt sich irgendwo! So, nun... So, hab ich den jetzt erwischt, oder was? Nee.
So, aber jetzt habe ich ihn erwischt. So, von wo kommen denn jetzt so noch Schüsse? Hey, Leute, Leute. Ach, da hinten. Kann man die Landung auch ausschalten? Nee. Also langsam sicher musst du dem Klimm doch mal die Leute ausgehen. Leg den um, ihr nutzlosen Deppen! Echt, ey. Klimm, du bist ein Idiot. Mach es doch einfach selbst, wenn du so toll bist. Oder wenn du glaubst, so toll zu sein, dann mach es doch einfach selbst. So, was war das jetzt eben gerade? So, warte mal, erstmal abspeichern hier. Alles klar. So, warte mal, habe ich. Nee, Brandmunition habe ich leider nicht. Ist das ein. Nee, ich dachte immer, da steht ein Typ. Schnapp ihn! Ich will seinen Kopf auf einem Stock! Sie haben ihn erwischt! Und tot. Ich nehme an, dass der Klimm da oben drin ist. Du hast ja keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Verdammte Scheiße! Scheiße. So, dann wollen wir mal gucken. Tja, Schweinehund. Also, jetzt ist so die große Frage, wie komme ich jetzt von hier aus? Aber wahrscheinlich hier rüber einfach nur, ne? Oh, was mache ich denn? So, jetzt erstmal abgespeichert, denn. Brandmunition habe ich immer noch nicht. Hä? Warum rutscht den wieder runter? Was ist der Dash, was denn denn? Oh, Klim, du bist ein zäher Mistkerl! Mensch! Ja, der ist da oben drin, wie ich schon vermutet habe. Ja, Alter. Was für eine Scheiße ist denn das jetzt hier? Scheiße! Ich ergebe mich. Jetzt hast du mich in der Ecke, du Scheißkerl. Wie ein Tier im Käfig.
Du bist ein Tier, musst aber verurteilt werden wie ein Verbrecher. Wo ich herkomme, werden Meuterer gehängt. Bin im Turm, alles unter Kontrolle. Scheiße, Sam, sie brennt sich durch das Schloss. Mach das Tor auf, sonst sind wir erledigt. Befiehl deinen Leuten stillzuhalten. Verdammter Amerikaner! Volldampf voraus! Los, los, los! Ja. Überraschung, du Schweinehund! Ja. Ja. Du Mistkerl! Also ich hätte den Typ schon längst abgeknallt. Ja. Ja. Reiß dich in Stücke! Ja. Ja, nun knall ihn doch einfach endlich ab, Mann. Jetzt stirb endlich! Sei still! Nimm das, Miststück! So, nun. Mensch, ey. Also, ich hätte den Klim gleich abgeknallt, als ich reingekommen wäre. Gleich weggepustet, fertig aus. Ich hätte gar nicht lange umgefackelt. Ich hätte ihn gleich weggepustet und gut wäre gewesen. So, und jetzt? Mistkerl. Warte nur. Du verdammtes U-Boot. Sam, es wird Zeit. Ich hab sie im Kontrollraum eingesperrt. Entscheide dich. Sam, was hat das zu bedeuten? Such ihn sofort! Ja, was denn jetzt? Das Schott lässt sich nicht öffnen. Brecht es auf! Schnapp die lebendig! Jetzt muss wach bleiben. Muss. So, jag es hoch. Ja. Auf jeden Fall würde Elvin einen anderen Weg nach Hause finden. Vielleicht nicht jetzt, aber in ein paar Jahren vielleicht irgendwie. So, das ist eine große Frage, ob er das überhaupt überlebt, ne? Was ich die letzten 20 Jahre getan hatte. Die Welt retten. Der Captain opferte sich, damit das Gespenst des Atomkriegs nicht erneut zum Leben erwachte. Hätte ich den Knopf nicht gedrückt, hätte ich nach Hause fahren können. Aber zu welchem Preis? Ich gebe
gebe nicht auf. Ich werde nach Hause kommen. Eines Tages. Nun gut. Ja, dann wollen wir noch mal hoffen, dass wir es eines Tages schafft, ne? Jo, das war Sam's Story. Ich fand's ziemlich geil. Also von Umfang her war es ja schon ein halbes Spiel, kann man schon beinahe sagen. Mir hat's gefallen. Auch wenn ich mich manchmal aufgeregt hab. Fand ich's geil. Also ich fand's auf jeden Fall besser als Two Colonels. Also das auf jeden Fall. Nun gut, ich bedanke mich, dass ihr so lange dabei wart oder dass ihr bis zum Ende dabei wart und ich hoffe, dass ihr auch bei den nächsten Sachen, die nächsten Projekte, die ich in Angriff nehme, dass ihr auch wieder dabei seid und mich mit Abos und mit Kommentaren und mit Däumchen unterstützt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bye, bye. So, halt, warte mal. Erstmal muss ich gucken. Drücke jetzt zum Überspringen. Gut, mal sehen, was kommt jetzt. Was war das denn eben gerade? Ach so, alles klar. Gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.